Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung eines neuen Angezockts und ihr seht schon, hier haben wir das Spiel Battleborn. Ist schon eine Zeit lang draußen, daher seht es mir nach, es ist etwas später geworden, aber daher nicht minder spannend, das Spiel mal reinzuseppen. Battleborn geht ja so ein bisschen in die Richtung Overwatch, aber hier gibt es auch einen Singleplayer. Das ist der Unterschied zu Overwatch, das ein reines Multiplayer-Spiel ist. Ihr seht, ich habe noch keine einzige Sekunde gespielt, ganz wichtig bei einem Angezockt finde ich das, dass wir sozusagen das Spielerlebnis zusammen kreieren und deswegen gibt es jetzt hier den Prolog. Der Prolog wird so ein kleines Tutorial sein, nehme ich einfach mal an, um uns mal so ein bisschen so ein Gefühl dazu geben, was ist denn das Spiel, was kann es, was macht's, wie schaut's aus? Bringen wir dich mal auf den aktuellen Stand. Und den Stand also, schauen wir uns an. Vor verdammt langer, langer Zeit meisterte die allererste Zivilisation des bekannten Universums eine Idee in einen Stein. Ja, das heißt natürlich, dass es wichtig war. Es ging dabei um das Ende. Laut dieses Steins würde eine Zeit kommen, da alles verschwindet. Sogar die Sterne selbst. Dunkelheit würde die Himmel verschlingen und nach Jahren von, sagen wir, einer Endlosschleife extrem übler Tage, bliebe nur ein Stern übrig. Wer noch konnte, würde vor der Dunkelheit und den Todeszuckungen des Universums zu diesem letzten Stern fliehen. Aber diese Versammlung brachte nicht Einheit, sondern Krieg. Krieg zwischen Wesen und Zivilisationen. Krieg gegen starke Feinde. Die Verhelsi und den Betrüger Rendain. Doch der Stein spricht auch von Hoffnung. Champions, die sich aus der Asche des Konflikts erheben. Die, nun ja, das Licht anlassen wollen. Und hier kommst du ins Spiel. Aus diesen Helden wirst du eine Streitmacht bilden. Du wirst sie lenken und trainieren. Und wegen dir gibt es noch Hoffnung für das Licht. Sie nennen sich die Battleborn. Und für dich, Commander, kämpfen sie gemeinsam oder sterben allein. Also, wenn man an Steine glaubt, womit wir wieder beim Stern wären. Klar und deutlich, Melka. Willkommen auf Tempest, dem Herzen des restlichen Jeneriten-Imperiums. Schön, dass du hier bist. Hey, ich schulde dir noch was. Und ich hatte noch nie was dagegen, Render in die Tour zu vermasseln. Wo ist die Überläuferin? Ich bereite die Pyroshow für das Großevent vor. Wir haben nur eine Chance mehr. Bereit? Nein! Scheiß drauf! Bringen wir es hinter uns! Okay, ich darf eine Tussi spielen. Übermittle Melka die Missionsdaten, Cleese. Schon dabei, Captain! Ah, was? Also man muss vielleicht eins... Oh Gott, laber mir nicht rein. Okay, wir lassen sie mal ganz kurz. So. Da bist du ja. Folge einfach dem Wegpunkt. Er sollte dich direkt in den klaffenden Schlund des Todes führen. Ich freue mich auch, dich zu sehen, Melka. Also, jetzt ganz kurz vielleicht noch, jetzt wo ich reden darf. Das Spiel ist von den Machern von... jetzt muss ich kurz überlegen. Battleborn ist von Borderlands, jetzt. Und dementsprechend, die haben ja schon immer einen sehr eigenwilligen Stil, haben einen sehr eigenwilligen Humor, der aber meinen wiederum recht gut für ein Spiel trifft. Und es ist halt etwas bunter. Was? Sprinten kann ich. Das Spiel selber... Ja, ich sag mal, es ist... Es hat was. Man muss es halt nur... auf sich zukommen lassen. Siehst du einen Weg durch diese Tür? Natürlich sehe ich einen Weg durch diese Tür. Also, ich habe hier auch Spezialangriffe mit Q und E gerade. Wähle ich die Synchronisierung mit einem LLC-Notfalltransport. Ach ja, natürlich. Oder Kontrollpunkt. Ah. Hinter mir ist gleich einer.
Das ist aber schön, wenn in der Nähe zufällig ein Kontrollpunkt ist. Und diese bunte Grafik ist, wie gesagt, ein sehr typisches Mittel, kann man mal sagen, von den Machern von Borderlands. Aber das macht's halt auch aus. Natürlich ist das jetzt nicht für jeden was. Der Haken ist, das LLC garantiert uns nur eine begrenzte Anzahl an Nottransporten, bevor wir auf uns gestellt sind. Ich weiß noch gar nicht, warum ich diese Splitte hier einsammle, aber scheinbar sollte ich das machen. Und jetzt gibt's ein... Der Tod so. Was ist mit diesen M1-Einheiten los? Die sind defekt. Wie schlampig. Wenn ich noch bei Minion Robotics wäre, müsste jemand dafür gerade stehen. Schalte sie zur Sicherheit aus. Schädige Feinde in der Nähe und völlig nach oben. Alles klar, mit wem mache ich das? Mach ich. Huch. Und wie gesagt, es muss man dazu sagen, dieser Modus hier, der ist so eher so der Appetizer. Das Hauptspiel selber ist eher online ausgelegt und besticht da auch am meisten durch seinen Stil, durch seine Art und Weise. Also für alle, die so, sag ich mal, Fan von MOBAs sind und sagen, sie wollten schon immer das als Shooter haben, die sollten hier auf jeden Fall aufpassen. Denn das ist es. Nichts anderes ist es. Es ist ein MOBA, nur halt in Shooter-Form. Zurückverdammt! Genau, zurückverdammt. Und man muss natürlich eben den Stil mögen. Noch nicht gesagt? Es ist die Ande, die Spionin der Jeneriten. Jetzt im Ernst? Renderns rechte Hand? Ziemlich verrückt, was? Sie hat den Jeneritenwiderstand seit der Machtergreifung des Lord Commanders angeführt. Aber der Stil, ich finde den sehr geil, muss man sagen. So, und jetzt gibt's hier Stachel hinterlässt einen Wirkungsbereich, der giftet und Schaden über Zeit. Weitet die Höhe von Melkas Stachel. Ah, Damage over Time ist doch immer nice. Und natürlich gibt's auch hier viele verschiedene Charaktere. Also auch da wird's nicht langweilig. Wie gesagt, auch warum ich das Zeug da aufsammle, kann ich euch... Wo hast du die her, Captain? Eine modifizierte VFR-Maschinenpistole. Mit Cleeses Handschrift. Ja, zur Funktion... Schießt da oben einfach auf mich. ...mit einer grausamen Entstellung. Das ist ein Eldritt-Bio-Panzerhandschuh. Das oder eben grausame Entstellung. Der Humor ist echt gut. Probier's mal aus. Das war's dann wohl. Wuhuhuhu. Sind wir soweit? Wir sind bereit. Melka ist fast am Treffpunkt. Gut, weil ich gleich meinen zweiten Verrat für heute begehen werde. Was? Bauen? Oh, was kriege ich da? Was habe ich jetzt gemacht? Ah, da ist irgendwas. Eine Angriffsdrohne. Aha. Aha. So, und jetzt habe ich hier auch Quests, die sich erfüllen muss. Kann ich da auch hoch? Nee, ich kann da nicht hoch. Nein. Das ist natürlich Fail. Also laufen, 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 laufen. Ein Überschild. Ja, jetzt bin ich ein bisschen besser gepanzert. Ich habe auch gleich hier wieder einen Levelanstieg. Gesundheit voll. Punkte. Ich nehme alles, was ich nehmen kann. Da bin ich so ein bisschen so ein Schwabe. Alles, was es gibt, nehme ich mit. Das ist es. Alle das Popcorn bereit machen. Dieser Humor, das ist, wie gesagt, einzigartig, glaube ich. Ich kenne kein Spiel, was diesen Humor ähnlich aufgreift. Also ich meine jetzt hier bewusst auch mit Borderlands. Die Jungs haben da, glaube ich, immer sehr viel Spaß bei der Erstellung. Wunderschön. Das sollte uns etwas Zeit verschaffen. Jetzt müssen wir die andere rausbringen. Schnell zum Treffpunkt. An alle. Eine der unsrigen hat uns...
Überraschung! Überraschung! So, und weiter. Hier Richtung die andere. Oh, was kommt da hinten noch? Versager! Also, es macht viel Spaß, muss man sagen. So, ich kann mich wieder ein bisschen pimpen. Richten der Schaden an und stoßen nach hinten kann alle 3 Sekunden verwendet werden. Beim Nachladen angepasst wird ein Giftkanister ausgeworfen, der kurz nach dem Abfallen in die Klasse. Ja, das klingt doch gut. Den nehme ich doch mal. Nicht dein Tag, Kumpel. Das ist mal eine coole Fähigkeit. Ich will jetzt rein. Yay. Weiter geht's. Oh. Oh, lala. Da ist die böse Überläuferin. Okay. Gut inszeniert, muss man sagen, die Dame. Hallo, ich bin Deande. Aha. Und du bist? Auf die Beine mit dir, wir müssen los. Ich brauche einen Moment. Wir haben doch keine Überläuferin, oder was? Wenn Melka sie Clownsprung trifft, springt sie nach hinten. Clownsprung steigt eine Klinge, bei dem der Sprung des zusätzlichen Stand verursacht. Klingt gehört? Auch gut. Dein Boss kommt und will uns töten. Die Verteiler brauchen Saft, um die Brücke auszufahren. Da sind 2, wir sind 2. Los geht's. Dann musst du wohl da drauf. Das ist ja mal ein absolut schwieriger Trick gewesen hier. Brücke ist aktiv. Bringen wir dich raus, Jeneritin. Nenn mich einfach Deande. Ja, Deande ist auch einfach. Und du bist Melka, richtig? Du liegst falsch. Ich heiße völlig genervte Eldrit. Seltsame Kleidung für eine Eldrit. Hat jemand eine Weltraumelfe erwartet? In feierlichen Klamotten? Ich hätte sie ja angezogen, aber ich habe sie verloren, als die Jeneriten meinen Heimatstern rund, muss man sagen. Schluckten. Oh, das ist der Zeitpunkt, wo Melka völlig durchdreht. Also mir tut es jedenfalls leid. Aber ich bin sicher, das waren nicht die Jeneriten. Das war Rendain. Weiter, Jeneriten. So. Jetzt muss ich da hoch. Aha. Das ist ein Battleborn für höhere Orte. Was ist denn meine Battleborn-Fähigkeit? Achso, ja, natürlich. Ja, das war jetzt ein bisschen fail. Die Spionin und ihre Eldrit-Begleitung. Sollen wir sie zurück zur Kathedrale bringen? Was? Nein, töte sie einfach, Idiot. Ja, ja, hier ist das Fehler. Bitte töte mich nicht. Ich kümmere mich darum. Bitte töte mich nicht. Ich werde dich nicht. Jetzt mach es doch einfach. Komm schon, wo ist der nächste? Da. Meine Güte, das hat Spaß gemacht. Geht schon rund, muss man schon sagen. Nein! Nein! Elegant, oder? Die andere ist auch ganz gut drauf, muss ich sagen. Da ist die Landezone und da sind jede Menge Jeneriten. Galt, wo seid ihr? Werden beschossen. Wir kommen so schnell es geht. Plattform freimachen. Truppen des Imperiums. Erledigt sie. Ich muss gestehen, ich bin enttäuscht. Komm schon, schneller. Nein, mehr als enttäuscht. Oh, was gibt's da? Das schaut auch gut aus. Gefressen. Ist dir klar, was du getan hast? Was du uns gekostet hast? Ich weiß genau, was ich getan habe, Lord Commander. Lord Commander. Ich kündige, das dürfte wohl klar sein. Ich mag das. Ich verstehe das. Unsere Allianz mit den Varel sie bist. Aber nur so überleben wir das Bevorstehende. Es gibt keinen anderen Weg, um alles im Universum zu bewahren. Jetzt habe ich eine Kanone gebaut. Sehr geil. Jetzt kommt so ein bisschen MOBA-Feeling auf. Also wirklich so mit einem Tower. Die Kaiserin ist tot. Sprich nie wieder ihren Namen aus. Tot? Nein, nein. Es... Ach, vergiss. Was kann ich jetzt? Nee, Adrenalinschuss klingt besser. Ja? Und jetzt habe ich, glaube ich, eine Ultimate-Fähigkeit, weil jetzt habe ich noch einen F-Skill. Ziehen Solos in die Leere und sichern die Zukunft unseres Volkes. Oh ja. Und du stirbst. Minute Abklingzeit ist gut. In der Kälte. Allein. Du wirst im Dunkeln sterben.
stirb! Komm schon. Ey, man will einfach so immer noch mehr Gegner haben. Also, da kann man gar nicht genug davon bekommen. Voll einfach. Ja. Na los. Gefällt mir. Saugut. Also, kann sein, dass ich da auf jeden Fall mir nochmal den Ding anschauen werde, den Multiplayer auch, aber es fühlt sich sehr, sehr nice an. Da, das sollte die Situation regeln. Weiter, genervte Eldritch. Beamt sich da wie... Will ich auch. Achso, ich dachte, da muss man sich jetzt wieder draufstellen. Okay. Gecheckt. Oh. Alles klar. Ein Huntsman, Terrorspinne. Finde ich auch immer dieses Auftauchen von Bossgegnern immer sehr, sehr cool. Weiter auf den Wächter! Der ist fast erledigt! Oh, achso, jetzt hat erstmal der Wächter kurzzeitig genug. Das war's dann wohl! Und jetzt heißt es hier die kleine Gegner erstmal fertig machen. Bevor der Wächter wieder kommt und dann weitermachen will. So, glaube ich, ist ja der Ablauf dieses Bosskampfs. Wir warten, Galt. Bin fast da. Moment. Ich habe die Varelsi sehr, sehr lange bekämpft. Ja, wir hatten unsere Siege hier und da. Aber man muss nur in den Nachthimmel blicken, um zu sehen, dass es nur das Unvermeidliche etwas ist. Ist er immun? Wie unfair. Tut das Schild da weg. Deine Rechtfertigung für deinen Verrat an deinen Freunden? Ah, spiel wieder hoch. Eigentlich schon. Besser etwas zu retten als gar nichts. Was hättest du an meiner Stelle getan? Der Roboter ist auch erstmal fett. Ah, die Fähigkeit, das macht brutal Spaß, du. So, hier. Vergrößert den Wirkungsbereich des Staches. Der wird ebenfalls vergrößert. Ne, wir machen hier Wirkungsbereich. Geil. Kann ich damit noch mehr machen. Deande, du weißt, wie sehr ich es hasse, meine Agenten zu töten. Vor allem der Beste. Deshalb gebe ich dir eine letzte Chance, deine so. Loyalität. Der Jäger, der macht's nicht mehr lang. Der macht's nicht du mehr lang. Das Imperium gegen die Fraktionen. Ja, jetzt hau da eben. What? Unsere Verbündeten gegen die Varelsi. Bewegen. Kämpften und starben jahrhundertelang mit ihnen. Du. Du weißt nichts von Loyalität, Rendein. Na gut, immerhin habe ich es versucht. Der muss jetzt hier mal wieder... Auf die Überläufer hin! Lasst sie nicht entkommen! Der haut doch jetzt wieder ab, oder? Ich will doch nicht sagen. So, bam! Wuhu! Nein, 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 nein! Was ist passiert? Zum wieder. Güte, das hat Spaß gemacht. Verdammt! Z. Oh, okay, das ging jetzt schneller als gedacht, dass ich hier sterbe. Okay, ich habe gar nicht aufgepasst auf mein Leben. Ich gebe es ganz unumwunden zu. Aber auch das soll mal vorkommen. Aber genau so ist es. Es macht so viel Spaß. Schabu! Schabu! Weiter auf den Wächter! Der ist fast erledigt! Der Wächter ist fast down. Geh runter! Bam! Okay, die weiß da irgendwas, was wir nicht wussten. Eine Monster-Guillotine. Nee, oder? Sehr stylisch. Okay. Ja. Da ist Huntsman-Schrott.
Oh oh. Wenn was piept, immer sofort weg. Ja. Galt? Cleese? Wenn ihr einen dramatischen Auftritt in allerletzter Sekunde wollt, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Na los, einsteigen. Der ist für den Codex. Stirb! Mission abgeschlossen. Luftschleuse mit ihr. Bin dafür. Der Ande ist unsere einzige Hoffnung gegen Rendein. Und es klappt nur, wenn er beim Stern in Aktion tritt. Und bis dahin? Wie ist der Plan? Also, falls wir einen haben. Wir stören die Operationen des Imperiums um Solus. Verschaffen uns möglichst viel Zeit und holen uns Unterstützung von den Fraktionen. Zum Glück brauchen sie jede Hilfe, die sie kriegen können. Sachen in die Luft jagen hat bisher gut geklappt. Damit sollten wir weitermachen. Während Rendein den Heliophagen repariert, helfen wir den anderen Fraktionen wieder auf die Beine. Sie müssen alle hinter uns stehen, damit es klappt. Die VfR wollen ihre alten Siedlungen auf Bliss zurückerobern und erleiden dabei starke Verluste. Admiral Bannon bittet um Hilfe. Dort könnten wir anfangen. Das Observatorium meldet unzählige Jenneriten-Sammelteams auf Ekuna. Wenn wir hart zuschlagen, könnten wir ihre Energieversorgung unterbrechen. Tempest ist verwundbarer, als selbst Rendein annimmt. Es wäre gefährlich. Aber wir könnten sie überraschen. Also, niemand durch die Luftschleuse? Schnauze, Cleese. Dies ist unsere letzte Chance, Solus zu retten. Wir dürfen nicht scheitern. Werden wir nicht. Wir könnten... Halt einfach deine Fresse, Cleese! Ja. Das war's mit dem Prolog. Sehr lustig gemacht, wirklich, ich finde das Ganze sehr stimmig. Kann gut sein, dass das nicht die letzte Folge ist. Postet doch mal euren Kommentar, wie ihr das Ganze jetzt fandet. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.